So, hallo, möchte heute ein bisschen über das Aufbringen von Materialien auf Oberfläche zeigen, welche Möglichkeiten das wir da haben, beziehungsweise welche verschiedenen Arten es gibt, um bestimmte Bilder oder bestimmte Oberflächen eben zu erstellen. Wichtig ist zu wissen, dass wir auf Oberflächen, die wir mit Materialien belegen, dass es in etwa so ist, als wenn wir eine Tapete aufziehen auf einem Objekt. Und anders wie bei einer Tapete, die wir natürlich nicht so ohne weiteres um gekrümmte Oberflächen legen können, ist es aber durch verschiedene Projektionsmöglichkeiten im 3D-Bereich sehr wohl so möglich. Und da gibt es eine ganze Menge von verschiedenen Verfahren, wie das gemacht wird. Wir fangen mit einem ganz einfachen Beispiel an, nämlich der Belegung von einem Stück, von einem Holzbrett und schauen uns da mal das an. Ich mache jetzt einfach einmal so ein Brett, wie man es in einem Baumarkt auch kaufen kann. Das Brett machen wir in einer Größe von 1200 mal 400 und wir machen es 21 mm stark. Okay. So. Sogar ein bisschen stärker, sehen wir da ein bisschen mehr. Machen es 30 mm stark, 400 breit. So. Ich gehe gleich auf den gerenderten Modus und lege ein paar Rendereinstellungen fest. Ich mache Grundebene dazu, dann haben wir einen Schatten und beim benutzerdefinierten Himmelslicht gehe ich noch her und ändere das in das kontrastreichere Bild. Gut, was können wir noch machen? Naja, wir könnten die Grundebene noch gleich ändern. Wir wollen da nicht nur den Schatten, sondern ein Material anzeigen. Haben wir einfach einen Gips, weiß und sehen jetzt da unser Objekt. Bei der Intensität können wir noch den Wert ein kleines bisschen erhöhen. Gut, jetzt können wir in den Materialeditor gehen und müssen uns überlegen, was haben wir da für Möglichkeiten. Wenn wir sagen, wir müssen das Bild oder eine Struktur irgendwie auf das Objekt drauf projizieren bzw. drauf kleben, dann gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten der Projektion. Und zwar grundsätzlich haben wir einmal Einstellungen, die materialbezogen sind. Und einmal haben wir Einstellungen, die objektbezogen sind. Ich gehe jetzt da mal her und mache da noch weitere Objekte. Gut. Und jetzt da bei den Materialien und hole mir und mache da jetzt mal ein Material auf und sage benutzerdefiniert. Benutzerdefiniert ist im Rhino, im Cycle, das Material, das eigentlich alle Einstellungen, die dieses Render oder beziehungsweise das Materialmodul hat, vornehmen kann. Und wir haben dort die Farbeinstellung, das heißt, wir können da irgendeine Farbe angeben. Und dann haben wir noch verschiedene Oberflächenmöglichkeiten, also von einem glänzenden Finish, von einem glänzenden Finish, das grundsätzlich Licht reflektiert, aber noch keine Reflexion seiner Umgebung zulässt. Das können wir auch da einstellen und wir können ganz wichtig die Transparenz einstellen,
Und für die Einstellung von einer Transparenz brauche ich in der Regel den Index of Refraction, den Brechungsindex. Nur dadurch kommt es zu physikalisch richtigen Effekten, zum Beispiel bei Glas oder anderen transparenten Materialien. Gut, und jetzt können wir dieses Material da auf alle drei Objekte drauflegen und können jetzt materialbezogene Einstellungen nehmen, nämlich zum Beispiel eine Farbveränderung. Und jedes Objekt, das dieses Material hat, wird also dann bei dem wird diese Farbe geändert. Es ist also materialbezogen. Wir wollen aber jetzt nicht nur die Farbe ändern, sondern wir wollen statt dieser Farbe eine Struktur vergeben, zum Beispiel eine Holzstruktur. Und solche Strukturen werden mit sogenannten Texturen umschrieben. Eine Textur ist nichts anderes, als wir die Beschreibung einer Oberfläche, und zwar unabhängig von der Farbe, da geht es nur um viel mehr. Und da können wir zum Beispiel statt des Farb, statt der Farbe ein Bild oder eine Grafik oder was einfügen. Und wir gehen jetzt noch einfach mal auf Texturzuweisung. Ich habe da einen Ordner mit sehr vielen Holzstrukturen und wähle da jetzt einfach einmal diese Holzstruktur aus. Wenn man genau hinschaut, sieht man schon, dass diese Holzstruktur nicht nur ein Brettchen ist, sondern das ist offensichtlich eine verleimte Struktur mit einem, zwei, drei, vier, fünf, ja, mit fünf verleimten Holzbrettern, die da Stoß an Stoß verleimt sind. Das ist ein typisches sogenanntes Leimholz. Und wir sagen jetzt da OK. Und alle Objekte bekommen dieselbe Holzstruktur. Aber es ist bei keinem Objekt noch genau festgelegt, wie diese Holzstruktur auf das Objekt drauf gemappt wird oder drauf projiziert wird. Und das ist einfach bei jedem Objekt jetzt eine Voreinstellung. Und diese Voreinstellungen, die wollen wir jetzt ändern. Und dazu gehe ich jetzt einmal her und vergib für diese beiden Objekte wieder ein anderes Material, benutzerdefiniert, und vergib da einfach einmal ein anderes Material. Gut, jetzt schauen wir uns mal dieses Brett an und überlegen uns, was ist da passiert. Und dazu gehe ich jetzt nur mehr auf dieses Material zurück. Oder wisst ihr was? Wir gehen da daher und lassen das bei diesen Materialien. Wir behalten das jetzt einfach einmal zuerst noch bei. So. Wie diese Holzstruktur jetzt auf diese Objekte draufkommt, da gibt es einmal auch wieder eine materialbezogene und dann gibt es eine objektbezogene Möglichkeit. Wir schauen uns die materialbezogene an, da gibt es nicht viele Einstellungen, aber eine ganz wichtige. Und dazu gehe ich in diese Textur, klicke da drauf, kriege jetzt da dieses neue Menü und kann dort natürlich einige Dinge festlegen. Sehr oft haben wir da standardmäßig bei den sogenannten Mapping-Koordinaten oder beim Mapping. Mapping bezeichnet eben die Art und Weise, wie diese Struktur oder wie dieses Bild auf diese Objekte draufgelegt wird. Und da haben wir sehr oft als Mapping-Koordinate von Haus aus stehen, dieses WKS, Quaderstil. WKS steht für Weltkoordinatensystem. Wenn dieses Weltkoordinatensystem eingestellt ist, dann sieht man da jetzt einmal gar nichts. Dann muss ich meinen Blick auf die Größe noch legen. Also das hängt alles zusammen, was da herinnen steht. Und bei Größe steht 1. Und 1, nicht vergessen, wir arbeiten da in Millimetern. Wenn ich mir da jetzt reinzoome, dann sehe ich auf einmal diese Struktur wieder. Aber diese Struktur ist so klein,
nämlich genau 1 mal 1 Millimeter groß. Und das müssen wir jetzt halt ändern. Und wenn dieses Brett 1200 mal 400 ist, dann können wir probieren, das da einzugeben. Gib jetzt da ein, die Mappinggröße ist 1200 mal, und jetzt muss ich das da splitten, mal 400. Und jetzt ergibt sich da ganz was Seltsames. Da ist es ungefähr bei der Hälfte, da ist es aber irgendwas anders und da ist es sowieso noch mal was anders. Weltkoordinatensystem heißt in dem Fall, das Bild wird in einer Größe von 1200 mal 1400 angezeigt, aber die Position ist nicht unser Brett, sondern die Position ist das Weltkoordinatensystem, sprich ein Würfel, der unendlich groß ist, und dieser unendlich große Würfel ist mit diesem Bild in der Größe von 1200 mal 400 Millimetern belegt und projiziert sich auf dieses Brett. Man sieht es sehr gut. Wenn ich das Brett jetzt da verschiebe, dann bleibt die Textur gleich. Sie verändert sich also nicht mit dem Brett. Selbst wenn ich jetzt hergehe und dieses Brett drehe, bleibt die Struktur gleich. Und das ist nicht nur bei dem Objekt, sondern das gehört auch zu dem Objekt. Das heißt, ich kann die zwei Objekte da übereinander legen, sie werden in der Draufsicht gleich ausschauen. Und sie werden die gleiche Struktur haben und sie werden immer gleich laufen. Jetzt haben wir das Problem, dass solange Weltkoordinatensystem eingestellt ist, kann ich objektbezogen ändern, was ich will. Es wird sich nichts verändern. Ja, das heißt, ich gehe da wieder retour, damit mein Objekt wieder gerade da liegt. Das ist geeignet, um große Sachen in der Architektur zu machen, wo ich mit einem Map alle möglichen Betonwände oder alle möglichen Gartenwände in einer ganz bestimmten Größe festlegt, wo es nicht so sehr auf ein ganz individuelles Map, sondern eher auf so eine globale Angabe für Materialien geht. Das ist eine Möglichkeit. Gut, das ist also eine Möglichkeit. Wir wollen jetzt aber noch eine andere Möglichkeit und die für uns gebräuchlichere anschauen. Und das ist die Möglichkeit über sogenannte Mapping-Kanäle beziehungsweise dann Mapping-Koordinaten, die objektbezogen sind. Und dazu gehen wir da wieder retour und stellen die Größe wieder auf 1 und 1 ein. Und stellen jetzt auch für dieses Material den Mapping-Kanal ein. Und wir haben standardmäßig, fangen wir mit Mapping-Kanal 1 an. Der ist jetzt da. Und jetzt schauen wir uns an, wo wir diese Mapping-Kanäle einstellen. Und das muss jetzt eben nicht mehr materialbezogen, also da im Material-Editor passieren, sondern es passiert im Objekt-Modus. Markiere jetzt diese beiden, lege die auf eine eigene Ebene und blende sie aus. Brauchen wir jetzt derweil nicht. Sollten uns da nicht irritieren lassen. Im Übrigen kann ich diese Holzstruktur, da könnte man sie ja beliebig, rechte Maustaste, Duplikate machen und diese Duplikate dann neu benennen. So könnte ich für jede oder für verschiedene Objekte verschiedene Ausschnitte und verschiedene Mappings verwenden. Und könnte da noch was einstellen. Jetzt gehe ich mal her und schaue mir das an, wie das funktioniert. Ich markiere das Objekt, gehe auf die Eigenschaften des Objektes und habe jetzt da einmal nochmal die Materialien für dieses Objekt. Das ist natürlich nur ein Verweis da hinten. Und wir haben daneben die Mapping-Texturen. Ja. Und jetzt haben wir da eine ganze Reihe von Einstellmöglichkeiten für diese Mappings.
Und zusätzlich für diese Einstellungen da noch sehr viele Parameter zu verändern. Und jetzt hat dieses Objekt natürlich schon Mapping-Koordinaten bekommen, aber wir wollen ja das dezidiert einstellen und gehen jetzt einmal her und weisen diesem Objekt ein quaderförmiges Mapping zu. Quaderförmig heißt, das System legt auf einen Quader, auf jede Seite des Quaders einmal diese Textur drauf und projiziert sie dann auf dieses Objekt drauf. Und wir gehen jetzt da daher und sagen drei Punkte. Und ich gehe daher und nehme den Kantenstart, dann den zweiten Punkt, dann die Größe, Grundfläche und dann noch die Höhe. Dann sagen wir da dann noch geschlossen, ja. Das heißt, es soll wirklich rundherum auf alle sechs Seiten und nicht nur auf alle vier Seiten. Und dann liegt dieses Mapping da. Und zwar wird jetzt dieses Mapping auf jeder Seite einmal drauf projiziert. In welcher Richtung das drauf projiziert, das steht jetzt da noch nicht ganz dezidiert drinnen. Ja? Gut. Um jetzt die Richtung von diesem Mapping da zu ändern, können wir das entweder auf der Materialseite machen, das heißt, wir könnten dort wieder auf das Materialretour gehen und zum Beispiel sagen, die Drehung sollte da 90 Grad sein. Dann legen wir das Material einfach fest, dass wir das einmal um 90 Grad gedreht haben im Material. Das heißt, jedes Objekt, das ich dann mache, dem mir dieses Material zuweist, wird die Ausrichtung immer in diese Richtung sein. Das heißt, wir haben das Material bezogen gemacht. Wenn ich das aber nicht will, dass das Material grundsätzlich immer gedreht ist, dann bleibe ich da bei Drehung 0 und gehe da der Retour, markiere das und habe da jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder das gesamte Mapping drehen oder ich kann innerhalb von dem Mapping jetzt wiederum das Material drehen. Beim Mapping haben wir nicht XYZ, sondern UVW und dieses UVW entspricht einem lokalen XYZ-System. Und zwar geht es dabei wirklich um das Lokale. Das heißt, wenn man sich vorstellt, man hat ein kariertes Blatt Papier, eine Richtung, eine Achse in dem karierten Papier ist die X und die andere Achse ist die Y, dann können wir jetzt dieses Blatt Papier aufrollen und umbiegen und zu einem Zylinder machen. Die XY-Richtung lokal ist durch das Raster ganz genau festgelegt und folgt also diesem Raster. Und so ist es da auch. Also UVW ist zwar vergleichbar mit XYZ, aber lokal gedacht und objektabhängig. Gut. Wenn wir dieses Objekt jetzt drehen, dann geht natürlich die Textur mit. Ja. So, können das hier ändern. Und zwar einmal können wir natürlich sagen, wir drehen dieses ganze Mapping-Symbol. Und damit wir das sehen, gehe jetzt einmal zu dem Objekt her und wir haben jetzt da einen Quader-Mapping. Und wir schauen uns jetzt da hinten das an und sagen, das Mapping anzeigen. Und jetzt sehen wir dieses Mapping-Symbol. Und dieses Mapping-Symbol, das können wir jetzt da heroben bei den ersten verändern. Und zwar von der Position her verändern, aber vor allen Dingen auch von der Drehung. Und wenn wir jetzt da diese Drehung ändern, dann sehen wir auch, dass offensichtlich die Projektion ein anderer Wert, nämlich
dass es da auf der Seite auf einmal passt, aber auf der Oberseite nicht. Das heißt, wir lassen das da, oder? Bei diesen 180. Wir können dieses Mapping-Symbol dort da im Übrigen verschieben und einen anderen Ausschnitt wählen. Wir können das Mapping-Symbol über die Shift- und Skaliertaste das Mapping-Symbol kleiner machen. Wenn das Mapping-Symbol kleiner ist, wo das Ganze einmal drauf projiziert ist, wird auch die Textur kleiner, aber das ganze Brett füllt sich natürlich mit dieser ganzen, mit diesem Rapport. Das heißt, das Mapping-Symbol ist nicht nur einmal zu verstehen, sondern das hat jetzt einfach auf dem Objekt öfter Platz und projiziert es dann öfter drauf. Geht halt wieder retour. Und wir können das natürlich auch drehen. Ja? Wenn ich also dieses Mapping-Symbol dort drehe, dann haben wir da eine andere Ausrichtung von der Struktur. Gut. Und wenn wir das haben, dann können wir das entweder so lassen, aber das ist nicht ganz ideal. Also es ist meiner Meinung nach nicht ideal, wenn wir das Mapping-Symbol jetzt da in dem Fall einfach nur drehen, sondern idealer ist es natürlich, wenn wir in dem Mapping-Symbol auch nochmal das Material drehen. Und das machen wir eben nicht da heroben. Da herum geht es eben um dieses sogenannte Mapping-Widget, nennt man das. Sondern wir machen das da herunten und drehen das Objekt oder um 90 Grad, also eben nicht das Objekt, sondern nur die Textur, die in diesem Mapping-Symbol eingeschlossen ist. Gut, nachdem das nur einmal reingelegt wird, haben wir da jetzt eine Textur, die über alle Flächen einmal gelegt wird. Blöderweise haben wir diese Textur dann nicht überall in der gleichen Position. Ja, das lässt sich auch gar nicht machen. Wenn das da so ist, dann ist es die Frage, wie läuft es da weiter? Und es ist die Frage, wie läuft es da weiter? So, und jetzt hat er ein Brett natürlich durchaus rundherum andere Strukturen. Zum Beispiel dieser Holzblock hat hier eine Struktur und hier eine Struktur und auf der Oberseite hat er aber die Struktur von diesem durchgeschnittenen Baum und da haben wir diese Jahresringe. Klarerweise, diese Jahresringe laufen dann entlang von dieser Fläche runter und diese dunklen Flecken bzw. diese Struktur, die sich da ergibt, entsteht, weil da irgendwelche Äste aus dem Baumstamm ausgewachsen sind. Und die Äste sind eine Belastung für das Material, also wird der Baum an den belasteten Stellen eine andere Struktur entwickeln, damit das Ganze hält. Da sieht man das noch ein bisschen besser. Da haben wir eine Phase drauf, aber da haben wir diesen Baumstamm und da haben wir die Struktur, die da runterläuft. Und ein normaler Balken hat natürlich genau dasselbe, der ist nur ganz grob geschnitten, deshalb sieht man das da so gut. Aber das sind alles kleine Balken, die aus relativ kleinen Hölzern wahrscheinlich rausgeschnitten sind. Und also Baumdurchmessern. Und da sieht man also relativ gut, wie diese einzelnen Jahresringe verlaufen. Eine andere Art sind solche Dreischichtplatten. Bei der Dreischichtplatte haben wir eine sehr schöne Oberfläche mit einem Crossbauernholz, während die Innenteile, die verleimt sind, unter Umständen minderwertiger sein können und dann haben wir wieder eine hochwertige Deckschicht. Diese Platten, das macht man also nicht nur, um irgendwie um kostbare Hölzer zu den Verbrauch zu vermindern, sondern
dieses Querverleimte, nämlich einmal in horizontale Richtung und einmal in die gegengesetzte Richtung, sorgen auch dafür, dass diese Platte sehr stabil ist und sie nicht verziehen kann, beziehungsweise auch nicht reißen kann. Das sind sogenannte Dreischichtplatten. Geht dann weiter. Das ist im Grunde genommen auch nichts anderes wie eine Dreischichtplatte oder eine Fünfschichtplatte. Allerdings ist das für einen großformatigen Hausbau gedacht. Also da gibt es ganz unterschiedlich dicke und mit ganz unterschiedlich vielen Lagen versehene Holzplatten. Man nennt das auch Kreuzlagen, verleimte Hölzer. Das sind richtige Bretter und diese Gesamthölzer, die haben also schon eine beträchtliche Dicke, die können also 20 cm stark werden. Aber das Prinzip ist genau gleich wie bei einer Dreischichtplatte. Das heißt, ich habe oben Bretter, dann habe ich eine Mittellage, die geht in die andere Richtung und dann habe ich wieder eine untere Lage, die geht wieder in die andere Richtung und ist somit versperrt sie sich und kann sie nicht verziehen oder nicht so gut verziehen. Dann gibt es vor allem im amerikanischen Bereich, braucht man die, im Möbelbau ist es sehr verbreitet, gibt es diese sogenannten Sperrholzplatten, Playwood Englisch. Das ist im Grunde genommen wieder nichts anderes, nur werden da keine einzelnen Holzbretter verleimt, sondern es werden Furnierschichten verleimt. Und ein Furnier wird ja von einem Baum runtergeschält, ist also sehr großformatig und großflächig und so kann man relativ einfach großflächige, sehr gut haltbare, sehr schwere und dichte Holzplatten und Bauhölzer machen, die sehr stabil sind, auch gegenüber Witterungen. Gut, aber wir haben also da oben eine Schicht, eine Deckschicht, die eine bestimmte Struktur hat und dann haben wir eine Kantenstruktur und diese Kantenstruktur wollen wir natürlich nachvollziehen. Und wie macht man das? Wir brauchen dazu also verschiedene Materialien auf diesem Holz. Und eine Möglichkeit, und jetzt klicke ich das da nochmal an und schalte dieses Mapping-Widget wieder aus, ist es, auf einer einzelnen Fläche ein neues Material festzulegen. Das heißt, mit Shift und STRG lasst sie diese Fläche markieren und diese Fläche kann dann wirklich deutlich anders, ein anderes Material bekommen. Ja? Zum Beispiel so. Und das kann natürlich wiederum nicht einfach nur eine blaue Farbe sein, sondern das kann wiederum eine Struktur sein oder ein Foto sein. Und jetzt schauen wir da bei mir in den Ordner rein. Für diese Dreischichthölzer habe ich nämlich aus dem Internet mir was runtergeladen. Und zwar sind es dieses und dieses. Einmal sieht man da, ist es ein Längsholz und einmal ist es ein Quer, also ein Hirnholz, das auf einer Seite sichtbar sein muss. Und auf der anderen Seite haben wir das, da muss also das sichtbar sein. Ja, da haben wir in der Mitte das Quer und die äußere Kante ist Hirnholz. Und diese zwei Bilder wollen wir jetzt halt einmal schauen, ob wir die nicht drauflegen können. Dazu muss ich zwei Materialien anlegen. Hier wieder auf Benutzer definiert und in der Texturzuweisung hole ich mir einmal das und als zweites Material wieder Benutzer definiert und da hole ich mir das. Und jetzt können wir dieses Material da drauflegen. Das wird irgendwie einmal draufgelegt und auf die zweite Fläche legen wir das Material drauf. Das wird auch irgendwie draufgelegt. Und jetzt müssen wir diese Einstellungen noch treffen, dass sich diese Struktur öfter wiederholt. Wir sehen da schon
diese Unterbrechung da, das heißt offensichtlich hat er dieses eine Teil quer oder drüber gelegt und jetzt muss man vielleicht auch ein bisschen suchen, wo man das einstellen kann und was man einstellen muss, damit das Ganze funktioniert. Markiere also ein Material, geh in das Material rein und versuche jetzt da mal und schau mal, was passiert, wenn man das öfter anordnet. Das ist offensichtlich die falsche Richtung. Aufpassen immer, dass man die Klammer aufmacht. Das ist oder schon die richtige Richtung. Das heißt, das Material wird da reingelegt und wir haben da diese Abstufungen. Mit dieser Länge können das vielleicht sogar mehr Bretter sein. Wir haben also jetzt oben ein Brett in diese Richtung, da das nächste in diese und so weiter. Und da haben wir ein Brett in diese Richtung. Klarerweise passen da diese Überlappungen noch nicht ganz. Das könnte man im Photoshop natürlich noch ändern. Wir lassen das jetzt einmal so, das reicht uns. Ja, und auf der Seite müssen wir überlegen, was haben wir da? Das ist dieses Material. Gehen wir auch wieder rein und können schauen, ob es da auch zu einer Vervielfältigung kommt. Und tatsächlich, ich gebe da in eine Richtung 1 ein und in die andere Richtung 5. Jetzt ist es die Frage, wie breit soll das sein? Ich gebe da mehr ein. 8 Unterteilungen. Und wir sehen jetzt, wir haben einmal das Hirnholz und ein Längsholz und die gegenüberliegenden sind Hirnholz und Längsholz. Klarerweise passen jetzt diese zwei Texturen noch nicht ganz genau zusammen, aber ich habe mir das so aus dem Internet rausgesucht und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, soweit. Und so können wir das jetzt auch lassen. Vorbereitet habe ich jetzt da im Internet noch drei andere Materialien aus denselben Grundmaterialien. Ich habe die einfach im Photoshop oder im Affinity Photo neu eingefärbt und damit ist es ganz easy. Zum Beispiel eine Art Schaltafel herzustellen, indem ich einfach diese Bilder ersetze, zum Beispiel nehmen wir da dieses gelb eingefärbte, da nehmen wir mal Dreischichtkante 1 ist das, also brauchen wir da das. Und da nehmen wir auch das anders eingefärbte und haben jetzt halt eigentlich diese gelben Schaltafeln erstellt, so wie man es im Baumarkt kriegt oder wie momentan junge Möbelbauer das auch gerne verwenden. Und gibt es ganze Büroausstattungen, die mit diesen Tafeln gemacht sind. Gut, das wäre jetzt einmal das Anlegen von verschiedenen Texturoberflächen. Jetzt können wir natürlich auch sagen, naja, wir wollen ja gar nicht, geht es da mal retour, müssen wir da wieder sein, müssen wir updaten, gehen wir mal ins Leere, dann wieder auf gerendert. Okay, das muss noch weitergehen. Okay.
So, wir können statt dem Material, statt diesen zwei Kanten, natürlich auch wollen, dass wir alles aus einem Holzbrett machen wollen. Und das lässt sich natürlich auch machen auf zwei Arten. Einmal eine ganz exakte und einmal ein bisschen weniger exakte, wo man vielleicht ein bisschen basteln muss. Dazu gehe ich jetzt einmal her und mache mir davon ein Duplikat. Und ich heiße es jetzt als Kante 1 und ich mache davon noch mehr Duplikat und sage Kante, ich sag Kante lang und Kante kurz. Gut, und jetzt markiere das da und gebe da der Kante kurz ein und das markieren wir auch und da geben wir ein Kante, das ist die Kante lang. So, jetzt, naja, das stimmt da so schon gar nicht ganz schlecht. Das Material läuft jetzt da drüber und sollte da runterlaufen, so in einer Art wie das Hirnholz, ja, so ähnlich vielleicht. Und nachdem wir da jetzt das wieder materialabhängig ändern müssen, müssen wir da jetzt zuerst reingehen und uns einmal anschauen, was können wir denn da ändern. Und ich glaube, wir müssen da das Bild drehen. Zuerst einmal. Jetzt liegt es so da. Das heißt, das ganze Bild wird jetzt da reingequetscht. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen das ein kleines bisschen abändern. Und deshalb gehe ich bei erneut ausführen da mal rein und sage, es sollte in dieser Mapping-Höhe nicht mehr einmal reingequetscht werden, sondern vielleicht nur ein Zehntel davon. Falsch. So, jetzt wird diese von der ganzen Struktur, von dem ganzen Holzbrett, nur mal eine Breite von ungefähr ein Zehntel da hergelegt. Ja, und jetzt schaut es schon sehr viel eher nach dieser Holzstruktur, die da auch so hingehört. Die Verschiebung dieser Holzstruktur können wir natürlich jetzt auch noch machen, indem wir da den Versatz eingeben. Wir können also da sagen, das Brettl möchte ich um 0,5 und zwar geht es da um die Gesamtbrü also um 50% verschieben, ja, und kriegt damit einen anderen Bereich der Textur da daher. Ja, und das Gleiche können wir natürlich da machen. Gehen da wieder rein. Da steht jetzt derzeit, wird es einmal und einmal ausgeführt. Und wir wollen falsche Richtung. Das passt besser. Wir wollen, dass das nicht so oft wiederholt wird, sondern weniger oft. Ja, und jetzt muss man sich überlegen, das Holz läuft da rüber und läuft dann da runter. Und jetzt können wir uns nur überlegen, wo passt denn das da halbwegs zusammen? Und das stimmt jetzt da dann nicht ganz zusammen, weil der dunkle Bereich, der sollte eigentlich da ja irgendwie weiterlaufen. Das heißt, können nur schauen, ob wir da irgendwas verschieben können. Ich habe es jetzt einfach einmal eine halbe Brett weiter rüber geschoben und es schaut schon besser aus. Jetzt gehen wir, markieren wir das, gehen da rein.
Na, wir bleiben im Material. Und müssten da jetzt das einfach so lang anpassen, bis es passt. Können also da mit diesen Regelungen oder mit diesen, wie man das da einstellen, können wir also da jetzt noch getrost sagen, wie das Ganze passen sollte. Ja, und da ist jetzt je nach Einstellung, können wir jetzt das da anpassen, wie wir wollen. Und das ist die falsche Richtung. Das gehört schon so. Und können dann da das zumindest einstellen. Okay, das ist eine Methode, die. Die reicht für ganz viele Sachen. Also die einfachste Methode ist einfach, dass man das quaderförmig hernimmt und das anpasst. Allerdings, wenn ich mich dann reinzoome, dann fällt mir das vielleicht schon auf, dass das jetzt nicht ganz korrekt ist. Und da würde diese Funktion auf alle Fälle besser passen. Wenn man trotzdem die Kante verrunden möchte, markiert man das Ganze einfach und geht auf die Eigenschaften. Und wir haben da diesen, diese physikalische Kanten, diese nur optische Kantenverrundung und können wir zum Beispiel eine Holzphase eingeben und dann wird das da abgefasst. Dann schaut das Ganze nur mal ein bisschen realistischer aus, wie so ein geschliffenes, schönes Holzbrett. Gut, das wäre die nächste Möglichkeit. Weitere Möglichkeit, das einzustellen, ist ein ganz ein kleines bisschen aufwendiger. Zuerst einmal oder komplizierter vielleicht, aber führt dann eigentlich zu einem sehr guten Ergebnis und eigentlich zu einem besseren Ergebnis. Weil kontrollierter. Wir können dieses Objekt, und jetzt geben wir mal dem Objekt wieder zuerst eine völlig andere Farbe und dann weise dem Objekt einfach unsere Grundstruktur wieder zu. Die Materialien, die können wir löschen, braucht man nicht mehr. Und wir haben jetzt eben über die Mapping-Eigenschaften ein quaderförmiges Mapping draufgelegt. Das läuft jetzt da so rundherum. Ich stürze da denn die Kantenverrundung nochmal aus. Und wenn wir uns jetzt so ein Objekt anschauen und wir gehen da in die Mappings rein, dann haben wir einmal eine ganz wichtige Funktion und das ist, kann da was abwickeln, aber wir haben da einen UV-Editor. Das, was wir mit so einem Mapping erzeugen, sind UV-Koordinaten über das ganze Objekt, damit das System weiß, wie muss es ein Bild drauf projizieren oder drauflegen. Und der Quader hat ganz bestimmte Vorgaben, flächiges haben ganz bestimmte, kugelförmige auch wieder, sind für kugelförmige Objekte, zylindrische eben für zylindrische Objekte, kann man das rüberlegen. Und wir haben eben da die Möglichkeit, ganz eigene Koordinaten anzugeben. Und ich klicke jetzt da einmal drauf. Das Programm fragt uns jetzt da oben nach einem Rechteck. Das Rechteck, das wir dort aufziehen, ist völlig wurscht. Das kann so klein sein, das kann so groß sein, das spielt keine Rolle. Wir haben da nur die Möglichkeit, ziehen das einfach nur auf, wie es ist. So, jetzt habe ich da ein Rechteck. Und dieses Rechteck, da sieht man zuerst einmal gar nichts Gescheites, aber es hat sich da herüben ein neues Feld aufgetan, nämlich dieser UV-Editor. Und da haben wir eine Texturtransparenz und die setzt jetzt mal auf 0 und siehe da, wir haben da auf einmal unsere Holzstruktur. Und zwar unsere Holzstruktur, so wie wir sie ganz am Anfang draufgelegt haben, bevor wir
mit den Textur oder mit dem Widget die Ausrichtung da verändert haben. Und zusätzlich sieht man da weiter gar nichts, aber wir haben, wenn wir da nicht auf Material verwenden, sondern auf Textur gehen, haben wir da zusätzlich ein nummeriertes Karo und wir haben auch da herüben ein nummeriertes Karo. Und jetzt entspricht jedem Karo da, gibt es das entsprechende Karo da herüben. Und zwar zeigt uns die Nummerierung und die Farbe an, wie ist die Ausrichtung. Das heißt, dieses Karo bzw. der Teil des Bildes, der da liegt, wird da herüben ausgerichtet, eben entsprechend anders, verdreht und auch natürlich verkleinert. Und jetzt wollen wir das richtig ausrichten und gehen jetzt da wieder auf das Material anzeigen. Und so. Wir haben also dort jetzt unser Brett, wir haben diese Quaderbearbeitung und wir löschen dort jetzt nochmal dieses Mapping, so dass wir gar nichts haben und legen einfach einen neuen Quader an. Größe und die Tiefe. Schloss, ja, Mapping-Kanal 1. So, und jetzt gehen wir her und öffnen diesen UV-Editor, die Draufsicht, und ziehe da meinen UV-Editor auf. Der UV-Editor hat jetzt die gleiche Größe wie das Holzbrett, also nicht die Größe, sondern die Proportionen. Und wir sehen jetzt, dass offensichtlich dieses Stück, das ich da dann nicht anklicken kann, das ist nur eine Darstellung, die in diesem UV-Editor stattfindet. Aber wir haben da am Rand unsere Polygonnetze, und zwar diese Kanten. Ja, alle 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seiten unseres Quaders sind da jetzt festgelegt. Und sobald man das markiert, wird einmal da herüben das markiert, damit man weiß, welcher Quader ist markiert. Und einmal haben wir natürlich da. Und was heißt das? Offensichtlich wird diese ganze Fläche einmal in diese Fläche hineingequetscht. Wenn ich also da jetzt hergehe und die Breite von dem ändere, wird automatisch auch die Struktur da herüben geändert. Wenn ich da eine Verschiebung mache, weil ich einen anderen Ausschnitt dieser Holzstruktur haben will, wird sie natürlich auch da gemacht. Und wenn ich möchte, dass die Struktur nicht so lang gezogen ist, sondern kürzer gezogen ist, dann können wir sie auch kleiner machen. Dann wird das da weiter rein tun. Wenn ich sie größer mache, dann wird offensichtlich das einmal draufklick plus die Wiederholung kommt da. Nein, das wollen wir nicht, wir wollen ja möglichst eine einheitliche, schöne Fläche haben. Okay, so, jetzt können wir uns auch nur die zwei Seiten da anschauen. Und da suchen wir wieder das richtige Polygonnetz. Zuerst einmal das da vorne. Naja, da in diese Fläche wird offensichtlich die ganze Form reinquetscht. Das wollen wir nicht. Jetzt ziehen wir das da einmal zusammen. Schauen wir mal, was da passiert. Noch nicht viel. Offensichtlich ist das die falsche Richtung. Wir ziehen das da zusammen. Und da sehen wir jetzt, dass die Struktur da ist. Ja, wir wollen aber nicht die Struktur quer, so wie da, sondern wir wollen, dass das da weiterläuft. Also gehe her und drehe das um 90 Grad. Ja, das heißt, das, was wir da jetzt sehen, entspricht dem da. Und jetzt mache ich das da noch ein bisschen kleiner. Und zwar nicht irgendwie kleiner, sondern wir wollen ja, dass die Struktur, die da entlang läuft, jetzt gleich weiterläuft. Das heißt, es muss eigentlich dieselbe Farbe haben. Und deshalb gehe ich da mit dem Verschieben-Werkzeug auf diese Kante. Und dann gehe ich mit dem Eindeskalieren von da nach da und skaliere das genau in der gleichen Breite. Dann muss ich das da natürlich ein bisschen reinschieben wieder.
Und warum stimmt das jetzt da dann nicht genau zusammen? Naja, offensichtlich hat das da um 180 Grad gedreht. Jetzt stimmt das da, da besser zusammen. Jetzt haben wir am Ende, da, da haben wir natürlich auch da gleich wieder den Anfang. Den da können wir im Übrigen auch um 180 Grad drehen. Jetzt passt es da noch einmal besser zusammen. So, jetzt haben wir, schauen wir uns das genauer an, jetzt läuft die Fläche in die Fläche weiter. Und man sieht es da, es läuft da oben, da haben wir diesen schwarzen Ding und das läuft dann da rein und das schaut ganz gut aus. Und also da ist dies. Da ist dies. Und so passt es. So passt es jetzt perfekt. Das heißt, wir haben auf einer Seite diese Linien und die Linien laufen jetzt da oder einfach weiter und das schaut eigentlich relativ realistisch aus. Es schaut so aus, als wenn die Holzmaserung wirklich wie in einem Holzstamm da oder weiterläuft. Gut, jetzt brauchen wir nur die Kante da, oder? Und die Kante ist die da, da. Und das machen wir schmäler. Dann schaut das da, da schon richtig aus. Und jetzt können wir uns sogar noch überlegen, welchen Teil von diesem Holzbrett wollen wir denn da, da drinnen haben. Und wir sehen, diese Struktur, die jetzt da, da liegt, die liegt jetzt auch da. Müssen wir aber auch noch 180 Grad drehen, dann passt es nochmal besser zusammen. Okay. Und so kommen wir zu einer sehr realistischen Ausrichtung und zu einer sehr realistischen Zuteilung, welcher Teil von meinem Holz oder von meinem Brett sollte wo liegen. Geht da wieder auf die Kantenzuteilung. Und ja, das Ganze macht es also schon recht realistisch. Und jetzt können wir da noch reingehen und Raytracing machen. Und kriegen so eigentlich ein sehr realistisches Abbild von unserer Holzstruktur.